Gott redet in Rätseln. Wir lesen in Hesekiel 17, Vers 2, Menschensohn, gib doch ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis zum Haus Israel. Wir sehen hier Folgendes, was Jesus auch uns deutlich macht im Matthäusevangelium 13. Da heißt es, darum rede ich in Gleichnissen, sagt er, in diesen Geschichten oder auch in diesen, wie kann man sagen, Rätseln, weil sie sehen und nicht sehen, weil sie hören und doch nicht verstehen. Die Bibel zeigt da etwas und macht da etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich. Gott redet. Aber er ist nicht so in dieser Art, dass er einfach so dahin redet, dahin plappert, sondern er will unsere Aufmerksamkeit. Er will, dass unser Herz berührt wird. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir aber auch in unserem Alltag ja immer wieder letztendlich hören und wahrnehmen. Nicht, dass wir jetzt miteinander immer in Rätseln und in Geheimnissen reden. Aber wir alle kennen es doch, wenn du mit jemandem redest und dann ist die Person nicht wirklich aufnahmefähig oder sie ist nicht willens, wirklich zuzuhören. Und dann sehnen wir uns ja danach, diesen Moment zu haben, gerade wenn es wichtig ist, dass der andere uns wirklich zuhört. Wir Menschen sind in vielerlei Weise so sehr abgelenkt. Wir hören, aber wir hören nicht richtig zu. Wir sehen, aber wir sehen nicht richtig. Und genau das ist, was Jesus da deutlich macht. Das ist genau das, was Hesekiel ja auch sagt. Ich will zu ihnen reden in Rätseln. Und dann sind da ja so viele Dinge, wo dann gesprochen wird von Zedernspitzen und von Federn und vom Adler und Weinstock. Und man fragt sich, ja, was bedeutet das denn alles? Gott sagt, ich rede zu ihnen in Rätseln. Bevor er dann auflöst, was das alles bedeutet, hat das Volk schon drüber nachgedacht, weil sie sagen, was könnte das bedeuten? Was will er denn damit sagen? Was Gott damit erreicht, ist, dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Dass wir anfangen, nicht nur zu hören, sondern dem nachzugehen, was willst du mir sagen, Gott? Was bedeutet das? Nichts anderes ist es, wenn wir auch im Zwischenmenschlichen den Moment abpassen und letztendlich die Aufmerksamkeit des anderen, ja wie ein Rufen, hör mir mal zu, ich will es dir erklären, ich will zu dir reden, ich will deine ganze Aufmerksamkeit, um mit ihnen zu sprechen, dass ihr Herz offen ist. Mit anderen Worten, Gott möchte manchmal, dass wir mit einem gewissen Fragezeichen für eine Zeit lang zurückbleiben. Warum? Nicht, weil er keine Lust hat, nicht, weil es ihm Spaß macht, in Rätseln zu reden und dass wir da nicht gleich durchsteigen, sondern dass wir innerlich in eine Haltung kommen, Gott, ich will es verstehen. Gott, ich will dir zuhören. Ich will nicht nur irgendwie hören, sondern ich will wirklich verstehen. Ich will nicht nur irgendwie sehen, sondern ich will wirklich erkennen. Und diese Haltung braucht es. Denn Gott ist nicht nur einer, der irgendwie mal was zu sagen hat, sondern ich glaube, er ist die wichtigste Stimme in jedem Leben. Er ist letztendlich die größte Erkenntnis, die größte Offenbarung in einem Leben eines Menschen. Und darum sollte es uns etwas kosten, etwas wert sein, sollte es uns letztendlich ein Bedürfnis sein, zu hören, was hast du zu sagen. Jeder von uns, denke ich, hat schon mal in der Bibel Folgendes erlebt. Du liest die Bibel und fragst dich dann, was bedeutet das? Und jetzt könntest du das Buch weglegen und sagen, naja, bedeutet halt nichts. Oder du gehst dem Ganzen nach, gehst ins Gebet, gehst ins Zwiegespräch, fragst dich, ja Gott, was heißt das? Was bedeutet das? Was hat das mit mir zu tun? Was sagt mir das? Und ich glaube, in diese Haltung kommen wir letztendlich wie in eine ganz natürliche Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott, der durch seinen Heiligen Geist dann die Möglichkeit hat zu reden in unser Herz durch vielerlei Arten und Möglichkeiten. Was es aber braucht, ist unsere Aufmerksamkeit. Ich will zu ihnen reden, in Gleichnissen, in Rätseln. Wozu? Nicht um versteckt zu spielen, sondern damit wir aufmerksam werden, damit Gott unsere Herzen gewinnt, damit wir letztendlich hören, nicht nur überhören, sondern wirklich wahrnehmen, was Gott
zu sagen hat. Und das wünsche ich uns von Herzen. Wo immer wir da Fragen haben, wo immer wir nicht gleich durchbrechen, lasst uns daran nicht verzweifeln oder das irgendwie abtun, sondern lasst uns doch mit Freuden dem nachgehen, in ein Gespräch gehen. Gott, offenbare es mir. Gott, zeige es mir. Gott, erkläre es mir. Ich will sehen. Ich will hören. Schließ mein Herz auf. Gib mir Erkenntnis. In dieser Haltung, glaube ich, werden wir erstaunt sein, wie Gott dann die Dinge offenbar werden lässt und uns erklärt und zeigt immer mehr und wie wir in eine Gemeinschaft mit Gott kommen, die wirklich seine Leitung und seine Führung in unserem Leben offenbar werden lässt. Gott segne euch von Herzen und wir sehen uns gerne wieder.